Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andi. Wir spielen heute wieder eine Runde Evil Defenders. So Leute, es ist soweit. Wir probieren Inferno auf Paladin-Kreuzung. Das wird saftig. Ich freue mich drauf. Spannende Sache wird es werden. Easy peasy wird hier gar nichts. Jo, schauen wir, wie es ausgeht. Kommen von zwei Seiten wieder die kleinen Ratten. Und wir müssen vor allem hier auf diese Tür aufpassen. Wenn wir die da durchlassen, gute Nacht ist so. So, vielleicht hier den da. Gleich am Anfang hin und dann passt es schon. Ein bisschen Geld lassen wir uns für die Tür, falls da wirklich am Anfang einer kommt. Aber das glaube ich fast nicht. So, jetzt mal gleich die nächste Wave. Ein paar zurück. Das läuft schon. Zack, in die Goschen gibt's hier, Leute. So, die ersten Upgrades fliegen schon rein hier. Wie gesagt, ein bisschen auf die Tür aufpassen. Manchmal schadet es die auch nicht absichtlich reinlassen, dass wir mehr Geld kriegen. Da brauchen wir aber hier hinten nur ein bisschen eine Verteidigung. Und die haben wir bis jetzt noch nicht. So, jetzt muss ich schauen. Ja, die werden wir ein bisschen zurück hier. Die nächste Wave darf auch schon. Locker, zackig, flockig, sage ich nur drauf. So, die werden wir da unten ein bisschen zusammenpferchen. Dann brauchen wir hier hinten nur Tower. Oh, ihr seht's, die geben schon ein bisschen Gas hier, die Säcke. Dann machen wir mal Bam hier zur Entlastung unserer Tower. Jetzt kommen sie zum Beispiel hier. Jetzt überlege ich, soll ich die reinlassen oder nicht. Lassen wir die durch, weil es egal ist, kriegen wir mehr Kohle. Ist okay. Ah, das sind die. Die hätte ich nicht durchlassen sollen. Das war ein bisschen blöd. Die geben wir mal ein bisschen zurück hier. Und ein weiterer Tower. Aber es läuft soweit, Leute. Wir können uns jetzt nicht wirklich beschweren. Ist kein Problem. Auch die kriegen wir platt. Was werden wir denn machen? Sollte man so welche hier hin, die kann ich da vorne fighten lassen. Ja, das bringt es jetzt eigentlich nicht so, weil die schießen da nicht hin. Auf jeden Fall, was ist, wenn ich die hier hin tue? Hier ist besser. Hier geben wir einmal die hin und da noch einmal den. Nächste Wave darf kommen. So, jetzt schauen wir, was da wieder kommt. Wenn nicht so viel ist, lasse ich die durch. Ja, lass mal die durch. Gibt mehr Geld und ich kann mehr machen sozusagen. So, die kommen wieder retour hier. Ist kein Problem, dass wir die hier schaffen. Sind zwar scheiß drauf. Drauf da auf die Leute. So geht's. Da werden keine Kompromisse gemacht. So, die kommen auch nicht weit hier. Das läuft schon. Überhaupt kein Thema. Die nächsten dürfen rein. So, ich schau wieder, was da kommt. Ich lasse die absichtlich durch, weil die bringen mir eigentlich Geld. Von daher ist okay. So. Wird die sogar schön upgraden hier. Oh, die gehen wir zurück. Da haben wir noch zusätzlich drauf. Und die da hinten, die werden schon von unseren ganzen Towern abgeschossen. Gibt zusätzlich Geld. Sehe ich jetzt nicht als problematisch an. Problematisch wird es erst dann, wenn wir es nicht schaffen. Aber ich denke, das wird hinhauen. Ne, wo willst denn du hin? So, das geht natürlich gar nicht. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass die nicht jedes Mal hier durchkommen. Übertreiben dürfen wir es natürlich auch nicht. Das heißt, ein bisschen Upgrades sollte natürlich schon sein. Die gehen zurück. Die nächsten dürfen schon ran an die Poletten. Wir werden das Tor jetzt dann immer zumachen, ne? Weil jetzt ist schon ab diesem Level den muss ich zum Beispiel nicht rauslassen. Der ist schon ein bisschen giftiger hier, ja? Weil der ist ziemlich stark. Der darf gleich wieder umdrehen. Der ist hässlich. Der stinkt nach Backfisch. Den wollen wir nicht sehen. So, Upgrade. Dann machen wir unseren ersten Elektrofutzel. Und dann läuft die Bude. So, der nächste darf auch schon ran. Scheit rein. Nächste Wave. Hau ich gleich nach. Unser erster Elektrofuzzi ist da. Und der nächste wird auch gekommen. Da kommt schon wieder so einer. Dann machen wir dann gleich wieder die Tür vor der Nase zu. Das werde ich jetzt immer machen hier, wenn möglich. Weil jetzt kommen schon schwierigere Gegner. Und ja, man will es ja nicht übertreiben sozusagen. So. Jetzt holen wir uns die da. Machen auch schön Damage. Läuft. Nächste Welle, Leute. Jetzt werden wir uns um den da mal kümmern, was Upgrades betrifft.
Jetzt habe ich wieder versäumt, jetzt ist der da. Gut, dann müssen wir jetzt den Roten einsetzen, aber ist ja kein Problem, dazu haben wir ihn. So, ihr schleicht euch wieder retour hier. So, dann machen wir dem wieder die Nase hier, also vor der Nase zu. Weil da kommen ein paar Ritter, wir müssen sie ja nicht übertreiben. So, rein da, passt, nächste Wave, locker, zackig, flockig. So, dann werden wir die mal da ein bisschen schwächen lassen. Das hilft natürlich schon. Hier auch mal ein bisschen Upgrades. So, dann können wir ein bisschen schneller wieder arbeiten. Schauen wir, wo die kommen. Die Tür machen wir natürlich wieder zu, falls die geöffnet wird, weil die haben hier nichts verloren. So, genug Kohle habe ich jetzt eigentlich mal, dass man hier wirklich gut upgraden kann. Wir machen lauter Elektrofuzzis hier. Beziehungsweise wir könnten einen Napalm nehmen oder den hier. Nehmen wir den hier. Elektrofuzzi vor der Win, sage ich nur. So, den upgraden. Die Tür machen wir zu. Die können sich verpissen. So, oh, 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 oh. Jetzt habe ich mich verdrückt. Was war das denn? Hä? Zurück? Ah, das muss man bezahlen. Okay, okay, okay. Aber das will ich gar nicht machen. Aber interessant, das wusste ich noch gar nicht. Habe ich euch was gezeigt, was ich nicht mal wusste. Machen wir natürlich nicht. Wir bescheißen nicht. Beziehungsweise es gibt ja keinen Grund zurückzugehen. Wir sind erst in Wave 13. Also da ist noch viel vor uns hier. Ich das hier ein bisschen... Ja, Kohle brauchen wir, dass ich das wieder upgraden kann. Die sind jetzt geschwächt, dann kann man die schön treffen. Das hat natürlich Sinn. So. Zack, auf die Fresse hier, ihr Pissbacken. So sieht das aus. Da können wir ein bisschen schneller ruhig. So, dann können wir den nun upgraden. Und er hat jetzt den Max erreicht. Für 5 Sekunden 60% weniger Rüstung haben diese Pissbacken hier. Und natürlich fein, die fein, die fein, fein. Das ist auch wunderbar hier. Das läuft wie ein Butterbrot. Kein Problem. So, hier machen wir wieder die Tür zu. Oh, zu spät, aber okay. Ist so das Problem. Kriegt eine auf den Latz. Das schaffen wir locker. Gibt eigentlich zusätzlich Kohle. Eigentlich kein Problem, den hier durchzulassen. Upgrades. So, der kann sie wieder verpieseln. Gestunt werden sie jetzt auch gut. Das haut hin. Eigentlich kann ich die Tür offen lassen, weil dadurch kriegen wir mehr Geld. Und mehr Geld heißt eigentlich auch mehr, zack, mehr Geister. Und mit Geister können wir upgraden. Also ist eigentlich nicht so schlecht jetzt, ne? Lass es sogar durchlaufen. Der wird jetzt nicht weit kommen. Die sind halt lästig hier. Diese Kleinen, die müssen weg. So. Könnt wieder retour gehen, ihr Pistbacken. Ja. Der kommt nicht weit, da mache ich mir keine Gedanken, Leute. Kann ich auch einen Elektrofuzzi machen. Die lasse ich sogar absichtlich jetzt durch, weil, wie gesagt, gibt eigentlich nur Kohle. Von daher nichts Schlechtes. Mit Kohle kriegen wir viele Geister und mit viele Geister können wir noch mehr abbringen. Das ist relativ einfach, das Ganze hier. So, du musst aber wirklich zurück, weil du bist einfach hässlich ohne Ende. Und sowas Hässliches, das kann ich meinen Tauern hier nicht auferlegen, denn die sind hübsche Feinde gewohnt. Eigentlich sind alle hässlich, aber lassen wir das. So, da kommen die Nächsten. Ich lasse die mal rein. Ist nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir den da nun zurück einmal. Auf den Latz hier. Schön upgraden. So, diesmal macht. Oh, jetzt wollte ich zumachen. Okay. Kriegt keine. So, hier geht wieder retour. Das läuft wunderbar. Also Ärger haben wir keinen. Ich lasse die, wie gesagt, jetzt absichtlich rein. Das ist schon in Ordnung.
keinerlei Problem, Leute. So, in höheren Waves muss man aber jetzt wirklich dann nochmal Vorsicht walten lassen. Da können wir jetzt nicht mehr so dann vorsprinten. Das könnte sonst ins Auge gehen. Im Moment geht's noch. Ich hau denen immer zusätzlich einen in die Fresse. Das läuft eigentlich gut. So, jetzt machen wir aber wirklich mal dicht. Sicher ist sicher, wir wollen es nicht übertreiben. So, die haben Max-Upgrade. Der verträgt nur ein bisschen was. So, du hast jetzt glaube ich auch Max-Upgrade. Bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Ja, hat er. Hat auch eine größere Range. Wieso ist der jetzt da vorne? Der soll eigentlich da hinten hin. Okay. Jo, keinerlei Problem. Nächste Wave darf gleich raus. Jetzt werden wir den da mal upgraden. Ich werde die durchlassen. Gibt nur Kohle. Und ist ja kein Problem. Na da, läuft. Er wird nicht recht weit kommen, da sehe ich keinen Stress. So, zum, geh mal ihn zurück, nur ein bisschen zur Not. Hier können wir auch noch upgraden. Danach ist der da dran. Jo, also läuft alles wie geschmiert. Keinerlei Stress hier. Upgrades sind fällig, haufenweise. Das ist der letzte Tower übrigens, dann haben wir alles abgegradet. Dann speichern wir eigentlich nur mehr, das müssen wir hier aber zumachen, die Kohle, dass wir wiederum mehr Upgrades kaufen können. So, wie viel brauche ich da? 25? Gut, das habe ich gleich. Locker, zackig, flockig. Alles abgegradet, Leute. Yeah, das ist doch ein schönes Tower Defense. Ich werde die wieder rauslassen. Solange es nicht so starke Gegner sind, ist es okay. Oh, schicken wir sogar noch einmal zurück. Oh, dann kriegen wir nur was auf den Latz hier. Die hinteren Tower brauchen ja auch ein bisschen Arbeit. Denen ist langweilig sonst. Ich bin ja nett zu unseren Towern. So. Allerdings, die hier sind mir dann doch zu stressig. Die können uns am Arsch lecken hier. Aber ehrlich, ob sie von hier oder von hier kommen, ist auch schon wurscht eigentlich. Nur, man kann halt ein paar Feinde weg praktisch, dass es weniger sind. Und das bringt es natürlich schon, ne? Den Blitz könnte man übrigens nur ein bisschen stärker machen, das ist nicht so schlecht. So, die können gleich wieder zurück. Das wäre eine, jo, eine große oder größere Attacke gewesen. Ja, läuft. Die kriegen schön auf den Latz hier. Nächste Welle. Ich lasse die mit den Schwertern jetzt mal durch. Recht weit werden die nicht kommen. Der hier auch nicht. Sehe ich kein Problem. Kriegt mehr Kohle. So, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen aufpassen. Da kommen mir zu viele. Das gefällt mir jetzt auch nicht. Wenn wir wieder mal die Tür zulassen dann. Nicht, dass es zu viele werden. Das ist natürlich auch eklig. Der muss sich mal verpissen hier. So, dann machen wir jetzt zu diesmal. So ein Specki müssen wir jetzt nämlich ordentlich hier bearbeiten. So, Specki ist gleich down. Fettsack down.
Oh, kommen die da oben wieder, aber okay, das ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Die lasse ich jetzt auch durch. Stört mich nicht so wirklich. Oh. Die können wir auch noch durchlassen. Wir sammeln hier viel Kohle, weil, wie gesagt, dann kann ich schöner upgraden auch. Und was brauchen wir dann in die höheren Leveln einfach? Okay, da ist ein Fettsack. So, bei dem müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen. Da müssen wir jetzt doch mal zumachen hier. Weil unser Specki hier doch nur ein bisschen viel Leben hat. Das gefällt mir natürlich nicht so. So, da müssen wir nur ein bisschen mithelfen. Specki ist doch ein bisschen gefährlich jetzt. Aber okay. Den kriegen wir hin, der kommt nie da leben, dann da hinten. Können wir gleich haben. So, jetzt kommt mal ein bisschen viel hier. So, den haben wir, dann würde ich sagen, wir schicken die da mal zurück. Der vordere, der ist gleich tot, oder? Das wird jetzt nicht das große Problem sein. So, da mal reinhauen. Kommt jetzt doch einiges. Die Tür muss jetzt immer zubleiben. 28 von 30, das ist jetzt nicht mehr zum Lachen oder so. Da müssen wir uns schon bemühen, Leute. So, dann machen wir zur Sicherheit die Tür zu. So, da der Rote kann wieder mal fighten. Ja, also er hält sehr lange. Das hat auf jeden Fall Erfolg hier. Und wir werden dann die letzte Wave angehen. Lang dauert es nimmer. Es läuft richtig gut. So, ich lasse die jetzt auch rein hier. Leider kann ich da einen Blitz... gut, ich habe keinen Blitz mehr, von daher. Ihr geht wieder zurück. Ihr kriegt einen Blitz am Kopf. So, das läuft schon. Bis die da vorne kommen, habe ich die hier. Und dann kriegt man nur Kohle wieder zurück. Also, das ist okay. Setze ich auch wieder ein Stück zurück. Das passt dann schon. Und mit denen vorne werde ich auch fertig. Der Rote ist wieder ready, also das passt schon. So. Dann lassen wir jetzt hier fighten. So. Das kriegen wir hin. Ja, der Rote muss gut fighten. Du kommst wieder zurück. Keinerlei Problem. Es gibt alles Punkte, also ich lasse die wirklich durch hier. Nicht so das Problem. Kriegen wir hin. Oh, geh noch wieder zurück hier. Da ist er dran, der Typ hier. Genau. So, die lassen wir auch noch raus. Wie gesagt, kriege ich mehr Punkte, haut hin, mehr Geister praktisch, 150 habe ich hier irgendwie gekriegt. Jo, es läuft, also schaut euch das an, es hat Erfolg, dass man mehr hat. Wow, das ist unser Rekord, Mada, Punkt, Punkt, Punkt. Das gibt schönes Upgrade, Upgrade. Irgendwo können wir auch 6 machen, also da geht schon mehr bei den Tower. Ich dachte immer 5 ist Max, ja, aber habe ich mir wohl geirrt. Ja, man kann sich auch mal irren, Leute. So, jetzt muss ich kurz was gucken. Und zwar Paladin-Kreuzung. Jo. Wo ist denn unsere Paladin-Kreuzung? Nächste Runde werden wir was Neues machen, die Oase. Aber jetzt gehen wir mal zu den Upgrades. Haben wir uns verdient. So, da kann ich ja nichts mehr machen hier. Das ist Max. Das brauche ich nicht wirklich. Ding könnte man nur ein bisschen, das schadet vielleicht nicht so unbedingt. So, was ist das da? Verteidigungsfenster. Reduziert die Verteidigung des Feindes zusätzlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Erhöht den Preis des Gestandenen. Das braucht man auch nicht. Verlängerung braucht man auch nicht. Reduziert den Turmpreis braucht man auch nicht. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Das bringt es natürlich schon. Den Blitz wollten wir, ne? Das da hinten braucht es nicht. Verlängert die Betäubung braucht man nicht. Chance den Feind zu betäuben brauchen wir nicht. Reduziert die Zielverteidigung. Naja, das könnte man nur brauchen. Vergrößert den Blablabla. Ich würde sagen,
weiß nicht, wir gehen da mal was Nützliches an, und zwar vergrößert den Schaden, ne? Schaut euch an, wie weit geht es bis 10 oder was? LOL! Das geht ernsthaft bis 10 oder so. Wow! Wow! 10 ist Maximum hier. Wow! Leute, 50% mehr Schaden. Wow! So, ich nehme mal den Crit nur dazu. Jetzt haben wir Kohle ausgegeben, jetzt haben wir sie rauskaut sozusagen. Nice one, nice one. Also nicht nice one Kohle raushauen, aber gut geupgradet. Also der Blitz ist jetzt eine mächtige Waffe. Also, es hat mich wirklich gefreut. Ich liebe dieses Game und ich stehe dazu, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist das drittbeste Tower Defense, was ich je gespielt habe. Und ich habe so circa, sagen wir eine Zahl, 25, 30 Tower Defense habe ich schon insgesamt. Auch einige noch, die noch nicht mal ausgestrahlt sind. Die werden demnächst kommen. Und ja, das ist das drittbeste. Zweitbeste auf jeden Fall, viel dran als zwei. Und das beste Tower Defense, ne, ihr dürft raten. Bloons Tower Defense 5, sowieso, ne? Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.